Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum, zu einem neuen Adventskalender-Türchen, zu dem vorletzten Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Ich muss heute ein klein wenig leiser sprechen, weil es ist schon Nacht und hinter dieser Wand befindet sich das Schlafzimmer meiner Schwestern. Das heißt, das Haus ist eh schon sehr hellhörig und ja, wo wir beim Thema Schwestern sind, ich wollte dieses Spiel eigentlich mit meiner Schwester zusammenspielen, mit meiner kleinen Schwester Sarah, die ihr im letzten Jahr schon im Adventskalender-Türchen gesehen habt, aber keine Zeit. Da dachte ich mir einfach mal, vielleicht wäre es gar keine so falsche Idee, das einfach mal alleine zu spielen. Ich will ja euch nur zeigen, wie es funktioniert. Und das Weitere ist ja dann Zusatz und Kür. Also, da euch auch mein Pokémon-Spiel gefallen hat, ich habe ja mal Pokémania, das Pokémon-Brettspiel gespielt. Es hat unheimlich viele Klicks und sehr viele Likes bekommen. Da habe ich alleine auf dem Boden ein Pokémon-Brettspiel gespielt. Und ja, ist einfach gut angekommen. Deshalb, ich würde sagen, spiele ich das mal. Hier ist die Anleitung zu Minotaurus, das Lego-Spiel, das Lego-Brettspiel. Ja, da steht so auf allen Sprachen, nicht auf allen, aber auf den größten Sprachen, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch und auf Italienisch die Regeln drin. Und ja, das Wichtigste ist eigentlich nur, dass hier der schwarze Würfel sagt, dass der Minotaurus bis zu 8 Felder vorrücken darf. Das grüne heißt, du darfst 3 Felder vorgehen oder über eine Hecke springen, und die graue Platte heißt, dass du halt eine dieser Mauern hier versetzen kannst. Die sind versetzbar, die kannst du dann dem Kollegen in den Weg stellen. Ja, ich würde mal sagen, spielen wir es mal. Ich würde mal sagen, ich spiele Rot, da Rot auch eine meiner Lieblingsfarben ist. Und ja, übrigens, der blaue dritte Kämpfer ist immer noch verloren gegangen. Der ist wirklich mal in der Aufbaufolge hinter die Wand gefallen, hier hinter den Schrank gerutscht. Ja, rest in peace, blauer Krieger. Ich habe da mal nachgeguckt, ich habe den nicht wiedergefunden, der ist verpufft. Ja. In stillem Gedenken an den blauen Kämpfer. So, und jetzt würfelt man direkt einen Schwarz. Ich weiß gar nicht, wie das da ist. Ich glaube, dann setzt man direkt eins vor. Ja, also sagen wir mal, der Gegner ist weiß. Dann setze ich jetzt also den Minotaurus 8 Schritte in Richtung Richtung Weiß. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man kann natürlich auch noch weniger setzen. Man kann natürlich auch noch von sich wegsetzen, kann in alle Richtungen setzen und kann dann beliebig was machen, wenn der Gegner halt nur einen Platz weg ist. Dann ja, ist das halt so. Jetzt mal Weiß, ein bisschen schizophren heute. Weiß setzt 5 Schritte mit ihrem ersten Spieler. 1, 2, 3, 4, 5. So, ja. Das Ziel des Spiels ist halt, von der Mannschaft alle 3 Spieler hier in die Mitte zu bekommen. Das werden wir heute nicht machen. Wir werden heute nur versuchen, einen Spieler in die Mitte zu bekommen. Das würde sonst zu lange dauern. Und ja, das ist das Ziel des Spiels. Und ja, was soll ich sagen? Ich würfle mal für Rot jetzt hier. 5. Oha. 5 Schritte nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Die Mauern stehen natürlich im Weg. Die können nicht bewegt werden. Da kann nicht drüber gesprungen werden. Oh, wieder ein schwarzes. Jetzt für die Weißen. Der sitzt natürlich nicht in seine Richtung, sondern einmal zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 natürlich. So, dann steht das hier im Weg. Und an dem Minotaurus kannst du auch nicht wirklich vorbei, weil wenn du auf sein Feld kommst,
bist du wieder am Ziel, Quatsch, im Start. Also der schickt dich zurück zu deinem Posten. Ja, so die Kniffligkeit. So, jetzt habe ich grün. Das heißt, ich kann... Nein, ich kann nicht, ich stehe zu falsch. Wenn ich jetzt 1, 2, 3 mache, wäre ich auf einer Mauer. Das geht nicht. Mist, da muss ich wohl 3 vorsetzen. 1, 2, 3. Sowas geht zum Beispiel nicht, schon mal schön erklärt. So, schwarz. Oh, wie oft der Minotaurus heute hier ankommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oha, der ist verdammt nah in meiner Nähe. Spiele natürlich auch gegen mich, also wenn ich in der Rolle der Weißen bin, spiele ich natürlich gegen mich, und wenn ich in der Rolle des Roten bin, spiele ich gegen die Weißen, also auch irgendwie gegen mich. Das ist ein bisschen schizophren jetzt hier. Ja, ich weiß, ich darf dazu eigentlich nicht schizophren sagen, das war nicht richtig gewürfelt. Schizophrenie ist eine Krankheit, die ist nicht schön. Ja, ist aber Alltagsgebrauch. Ihr wisst, was ich meine. So, rot bin ich jetzt, oder? Ja, rot ist dran. Wir müssen natürlich jetzt wieder zurücksetzen, weil ich will nicht vom Minotaurus überfallen werden, oder? Nein, ich setze vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich riskiere es mal. Ich um die Ecke. Bin jetzt sehr dicht an dem Minotaurus dran. Oha. Und 3 für gelb. Was? Gelb für weiß. Ich sehe schon Farben. 1, 2, 3. So. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Ja, die Aufnahme läuft. Das wäre wirklich dramatisch, wenn die jetzt nicht laufen würde. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich gehe gerade einen Schritt aufs Ziel los. Sollte weiß meine graue Platte würfeln. Okay, über die Mauer macht keinen Sinn. Und kann ich auch nicht, weil 1, 2, 3, da stehe ich direkt davor. Also... 1, 2, 3. Du darfst natürlich nur 3 Schritte machen, darfst dann. Das muss dann auch noch dazu gesagt werden. Also du darfst nicht einfach über eine Mauer springen. Die muss natürlich innerhalb von 2 Schritten sein. Also wenn du hier stehen würdest, 1, 2, 3 ginge. Ja, so viel dazu. Ich bin wieder dran, auch wieder grün. Moment, ergibt das einen Sinn? Nein, ergibt gerade keinen Sinn. 1, 2, 3, gehe ich einfach 3 vor. Da war keine Mauer im Weg. Keine Hecke, meine ich natürlich. So, eine graue Platte für weiß. Darauf habe ich eigentlich gewartet. Man kann jetzt natürlich auch eine Ingame verschieben. Setze ich mir klugerweise mal hier so in den Weg. Und dann ist der Weg versperrt. So. Dann bin ich jetzt wieder dran. Und Rot ist wieder dran. Mit 3. Ich gehe natürlich dort lang. 1, 2, 3. Das kann dann ziemlich verwirrend und ziemlich lustig werden. Wenn man auch zu viert spielt, ist das dann nochmal 4-mal so lustig hier. Und dann, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Weiß probiert mal darum zu gehen. Ist ja schließlich dort das Weiße. Man muss auch direkt auf das Rote kommen dann. Oder auf das Weiße. Wie gesagt, wenn man dann halt zu viert spielt, ist das dann halt umso lustiger. 4, 5 und ich habe schon fast gewonnen hier. Ich stehe schon direkt vom Roten. Grau. Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Das ist auch eine Spielregel. Man darf jetzt nicht einfach eine Sache hier davor setzen, weil das ist einfach Blockade. Was ich jetzt machen kann, ist natürlich das hier. Da komme ich dann natürlich nicht mehr auf diesem Wege durch. Man kann auch nicht hier den Weg zu bauen, also alle 3 Wege zu bauen, weil... Ja, verständlich. So, jetzt würfle ich eine graue Sache. Ich baue die natürlich weg und stelle die ihm davor, damit er auf diesem Weg nicht mehr reinkommt, dass er ein bisschen längeren Weg laufen muss. Und ja, ist dran. Er setzt die Mauer direkt gleich mal wieder weg. Na komm, lassen wir es. Machen wir mal so ein bisschen. Hier, guck mal, das hier kann man doch hier platzieren. Das steht dort schon so günstig im Weg rum. Ja, und das macht dann halt auch zu dritt oder zu viert am meisten Spaß, und ja, zu zweit ist dann halt natürlich semi-optimal. Am besten spielt man das auch nicht alleine, sondern mit seiner Schwester oder auch mit anderen Leuten. Das ist 2, 3. Ich werfe es ihr nicht vor, dass er nicht mitspielt. So, hier machen, was er will. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich spiele für Rot, glaube ich, ja.
Weiß ist jetzt dran. Grün. Okay, macht das einen Sinn? Macht lustigerweise keinen Sinn. 1, 2, 3. Hat noch nie einen Sinn gemacht. Oh, das runtergefallen. Grau war's. Ich würfel nochmal. Das habt ihr nicht gesehen. Schwarz. Für Rot. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oha, dicht, dicht. Sehr dicht am Weißen. Aber der Rot ist noch nicht im Ziel. Weiß ist dran. Eine 5. Ich würfel nicht richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Entkomme dem Minotaurus. Er kann natürlich auch zurück zu seinem Podest kehren. Grün. Bringt mir nicht viel, aber ich kann 1, 2, 3 setzen und habe gewonnen. Ja, gegen mich selbst. Applaus. Leise klatschen. Ich würfel nochmal für den Weißen zu Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sind wir auch drin. Ja, ich würde mal sagen, das Spielprinzip ist klar geworden. Ich habe das mal für euch gespielt. Wir haben den Würfel über den Haufen geworfen. Das sollte damit erreicht werden. Das Video ist, glaube ich, auch schon lang genug. Kann man an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieses vorletzte Adventskalender-Türchen. Morgen ist der 24. Da kommt noch was ganz Spezielles. Ich kann es euch noch nicht verraten. Nicht, da ich es nicht verraten will, sondern weil ich es noch nicht weiß. Ich werde es mir noch überlegen und dann werde ich das drehen und dann ja, wird was ganz Besonderes und ja, freut euch drauf auf morgen. Morgen das letzte Adventskalender-Türchen. Bis dahin. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwerg fast verpassen wollt. Und bis morgen. Haut ihr rein. Ciao, ciao.